So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Tribulus Let's Play. Eine neue Runde. Ex Vanilla. Und man hört an meiner Stimme, irgendwas ist nicht richtig. Ja, wir haben heute eigentlich den ersten Weihnachtstag. Also, ich habe den ersten Weihnachtstag. Ihr müsstet, glaube ich, den 28.12. haben. Und ich nehme einfach trotzdem mal ein bisschen auf, weil das gerade so ist. Weil man hat ja in letzter Zeit, glaube ich, gelesen, dass ich nicht so der Weihnachtstyp, der Weihnachtsmensch bin und auch gar nicht sein will. Ja, was habe ich heute mit euch vor? Erstmal eine kleine Erklärung hierzu. Hier wollte ich ja ein bisschen mit Router Reborn bauen. Habe ich offscreen ausprobiert. Da gibt es immens viele Probleme und Fehler. Die haben mich ein bisschen gestört. Ja, das kann man so sagen. Die haben mich ein bisschen gestört. Deswegen werden wir das Ganze hier in naher Zukunft ein wenig umbauen müssen. Ja, müssen. Aber nicht jetzt, weil den Umbau, den muss ich erst selber, also über den Umbau selber muss ich mir erst Gedanken machen, weil da ist wieder die Frage nach dem Wie. Wie können wir das Ganze so hinkriegen, dass ich das auch gut finde? Wie gesagt, keine Ahnung aktuell. So, wir flitzen jetzt als erstes mal hoch und packen mal die Kiste weg und dann machen wir mal ein bisschen die Taschen leer. Denn, oh ja, und dann fordern wir mal ein bisschen Zeug an und gucken mal, ob wir noch ein bisschen Zeug haben. Aber eigentlich müssten wir noch ein bisschen Zeugsen da haben. Dafür muss ich jetzt erstmal noch an die Kisten gehen. Mechanism. Da schon mal nicht. Dann muss ich mal meinen Goldenberg auf Holding gucken. Auch nicht. Haben wir echt keine Dynamic Tanks mehr? Das wäre jetzt natürlich sehr, sehr, sehr unvorteilhaft, hätte ich gedacht, hätte ich gesagt, hätte ich gemacht. Diesen ollen Bin können wir mal in die Mechanismenkiste reinpacken. Oder haben wir hier noch einen Dispenser? Wo habe ich den Dispenser abgerissen? Wo habe ich jetzt den Dispenser her? What? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, woher der Dispenser kommt. Vor allem hier sind alle dran. Ich habe null Ahnung. Ja, dann kam noch der große, grobe, der Vorschlag einfach, kurz gesagt, von Lesatur, dass man das Ganze doch, also das gesamte Lager noch ein bisschen tiefer setzen könnte. Da wird der Trend wohl auch hingehen. Genauso mit dieser Ecke hier habe ich mir was überlegt und zwar, wenn wir hier so ein, also ich will das erstmal pre-bilden, wir werden aber hier hinten das so lassen, wie es ist und werden den ganzen Kram einfach um 90 Grad davor kippen, so dass wir dann halt auch in die Richtung noch ein bisschen weiterbauen können, beziehungsweise uns ein bisschen in die Richtung, ja, ausbreiten können. So, wir brauchen als erstes mal ein bisschen Iron und wir müssen jetzt nämlich erstmal ein paar dynamische Tanks herstellen. Dafür werden wir, komm, mach hier keinen Scheiß, wir machen einfach mal 16 Eimer. Hallo, jetzt. Dann dynamische Tanks. Das ging mit Steel, okay? Steel. Nehmen wir lieber gleich zwei Stück. So, einmal in der Mitte und dann Stahl. Sodale. Das hätten wir. Ja, 64 Stück. Mit 64 Stück werden wir nicht so besonders weit lang kommen. Ne, Extra-Utilities nicht. Wieso gucke ich immer in die Ender-IO-Kiste? Was ist da denn jetzt für ein Spaß? Okay, wir brauchen nämlich einen neuen Tank. Wir brauchen einen Ender-Tank. Wir brauchen einen, ja, warte mal, brauchen wir überhaupt einen Ender-Tank? Ja, doch, ich glaube, wir brauchen einen Ender-Tank. Okay, dann werden wir uns noch so ein Stack gönnen und noch so ein Stack und dann geht's nochmal weiter. Ein Endertank? Wir brauchen zwei Endertanks, das weiß ich. Dann brauchen wir einen Spotloader, Kupfer jede Menge und jede Menge von den dynamischen Tanks. Und die dynamischen Tanks, denke ich mal, die werden schon reichlich problematisch werden. Ich denke mal. Ich bin nicht 100% sicher, aber ich glaube schon, dass die ein kleines Problem am Ende darstellen werden. Ich hoffe nicht. Ich hoffe ja nicht. So. Dann brauchen wir ein bisschen. Also, wenn. Das ist komisch, ne? Also, ich hätte schwören können, ich hab noch.
irgendwie so ein bisschen Zeug davon. Zumindest irgendwie ein bisschen Glas und ein bisschen so ein paar Wolves und so weiter. Also irgendwie ist das alles gerade leicht merkartig. So, der kann hier mal mit rein. Das ist ja ein Werkzeug. Die Spotloader haben wir hier, die brauchen wir später. Später, wenn es später ist. Den werden wir gleich brauchen, denke ich mal. Genau für aus diesem Grunde habe ich zwei Kopfhörer auf, weil ich habe dieses Pfeifen gerade deutlich wahrgenommen. Moment mal ganz kurz. Kopfhörer, Lautstärke. Ich bin ja nicht im Teamspeak. Das Pfeifen scheint jetzt weg zu sein, weil das will ich euch auf gar keinen Fall nach Möglichkeiten noch einmal zumuten. Ach guck mal, mit einem kommen genau zwei Wolves raus, das ist in Ordnung. So, dann brauchen wir ein bisschen Glas. Glas haben wir hier noch ein bisschen, sehr schön. Wie viel kommt denn da raus? Vier Stück. Machen wir acht. Ich glaube, acht reicht. So, dann geht's ab nach unten. Jetzt ist nur die Frage, wohin? Wohin genau? Hier haben wir einen Tank. Da habe ich wahrscheinlich den letzten Scheiß davon verbraucht. Bin ich ganz sicher, aber ich vermute es. Wie habe ich diese Tanks gebaut? Weil wenn, dann will ich das ja auch einheitlich haben. Die haben 3x3. Und einen nach unten und oben abschließend. Ja, und der hier, keine Ahnung. Das olle Ding, achso, das verbindet sich direkt mit dem Tank. Ja, die API von den von Mechanismen, die scheint ja bei einigen Maschinen ein bisschen zickig zu sein, ne? Und zwar ist das auch doll auffällig geworden im Dingens. Ups. Im Space Astronomy. Als ich versucht habe, da Thermal Dynamics Pipes anzuklemmen, da hat sich halt rausgestellt, dass diese Dinger doch ein bisschen zickig sind. So, ich wollte jetzt hier nochmal in die Kiste gucken, ob da nicht noch ein bisschen dynamisches Glas drin ist oder irgendwas in einer anderen Richtung. Nee, echt gar nichts mehr. Das ist komisch. Hätte schwören können, dass ich irgendwo noch was davon habe. Den letzten Tank oder den nächsten Tank, den werden wir einfach mal hier hinbauen. So, zwei, drei. Und dann so. Schaufel. Na, wollte gerade sagen, wo ist denn schon wieder meine Schaufelsche? Da haben wir sie ja. So, dann brauchen wir jetzt nochmal die Spitzhacke. Achso, habe ich den denn jetzt vier groß gemacht oder drei? Drei, nee, genau. Genau drei. Nee, dann brauche ich die Spitzhacke ja gar nicht. Ach doch, ich muss ja noch einen tiefer. Einen tiefer. Zack, zack. Und dann brauchen wir schon wieder die Schaufel. Zack, zack. Das weg, das weg. Das weg, das weg, das weg. Die Tanks sind aber, glaube ich, noch ein tiefer, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja, die sind noch ein tiefer. Müssen wir die noch ein tiefer hauen? Warte mal, der hier ist jetzt ungefähr halb voll. Ein bisschen drüber. Ja, der hat eigentlich schon genug. Also die Größe, die ich jetzt anpeile, die reicht dann ja schon fast. Na, nicht nur fast, sondern die reicht dann ja schon. Ich werde mal hier das Zeugs noch rauskloppen. Und gleich wieder zumachen. So. Jetzt habe ich die aber nicht eingesammelt. Jetzt habe ich die eingesammelt. Sehr schön, hervorragend. So, dann ein neuer Tank. Ein neues Glück, hätte ich jetzt fast gesagt. Weil wir brauchen ja noch ein bisschen anderes Zeugs. Und wer die Livestreams die letzte Zeit gesehen hat, glaube ich, der weiß schon, auf welches Zeug ich jetzt hinarbeiten möchte. Schaufel auf die 4, bitte. Dankeschön. So, da hauen wir dann nachher den Tank hin. Also heißt das, hier kommt schon mal ein so ein Wolf hin. So. Und dann würde ich sagen, der zweite Wolf packen wir nach unten einfach. So. Genau. Das passt. Das, wie sagte der Österreicher, den ich mal kennengelernt habe, immer, das taugt mir. Das taugt ihr ihm. So, und dann hauen wir hier einfach Glas, 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 Glas. So, hat sich verbunden, hat ein Volumen von 54. Was haben die hier dagegen? 63. Ich glaube, 54 reicht vollständig.
So, und jetzt geht's ans viel voll fett Eingemachte. Denn jetzt muss ich mir erstmal einen Booster aufmachen. Lecker Booster. Dass diese Firma keinen Werbevertrag mit mir haben möchte, das wundert mich. Irgendwie... Hallo? Ich höre mich schon wieder nicht mehr selber auf den Ohren. Das ist auch gut. Oder nicht? Ich habe keine Ahnung, was dieses Mikrofon mit mir in letzter Zeit hat. Überhaupt nicht. Hallo? Oder sind sie Kopfhörer? Ich weiß es nicht. Irgendwo kann man doch so eine iPhone-Kopfhörer auch lauter drehen. Hier. Das scheint volle Lautstärke zu sein. Ich höre mich immer noch nicht selber. Moment mal ganz kurz. Ich muss halt da jetzt mal so ein bisschen am Mikro rumdrehen und rumschrauben. Aber ich glaube, jetzt passt es wieder. Oder auch nicht. Also ich schneide gleich mal ganz kurz vielleicht den Ton raus. Ist noch nicht ganz raus. Okay. Jetzt habe ich das Mikro... Oh, Alter. Ich habe mal einmal ganz kurz ins Mikro gepustet. Ich hoffe, ich habe das vorher rausgeschnitten. Wow, Alter. Jetzt bin ich aber richtig laut auf beiden Ohren zu hören. So. Also, Mechanism. Alter, jetzt höre ich... Wow. Da war irgendwo ein Klemmer drin. So, wir brauchen jetzt diese Solarevaporationvalve. Gut. Dafür brauchen wir Steel Casing. Wir haben, glaube ich, kein Osmium hier soweit, ne? Nee. Dann holen wir uns hier mal einmal 64 Osmium Ingots. So. Ich denke mal, davon brauchen wir gleich ein paar mehr. Ich habe aber keine Ahnung, wie viel. Wir machen erstmal zwei Stück, weil wir brauchen ja einen Eingang und einen Ausgang. Mindestens. Dann brauchen wir die Basic Control Circuits, die ich... Da habe ich aber nicht... Mann! Da habe ich ein paar, aber nicht so viele. Drei Stück. Ich habe hier in der Kiste gesehen, da sind noch welche. Forestry and Mechanism. 56 Stück. Sehr schön.